Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Luigi's Mansion. Wir sind nämlich schon in der vierten Folge angelangt und in der letzten Folge haben wir ihn hier befreit und den Bosskampf gemacht. Wir haben ja diese Augen, also diese Knöpfe bekommen. Und ja, jetzt haben wir dieses Labor auch freigeschaltet. Und ich bin gespannt, was hier drin ist. Also wir waren hier letzte Folge schon kurz, aber haben nicht wirklich viel gesehen. Und deswegen erforschen wir es jetzt mal genauer. Es ist unwichtig zu lesen, was der hier meint. Okay, mach hinne. Zeig uns jetzt, was hier drin ist. Okay, Leute. Okay. Ich bin jetzt mal gespannt, was der da macht. Ja. Was holt der hier raus? Das haben wir in der letzten Folge auch schon gesehen, aber trotzdem. Zeig mir. Ein VB. Was ist denn das? Was bringt mir das? Ein Detektor irgendwas solltest du als allererstes für mich im Aufzug anbringen. Aha. Okay. Hier können wir uns umgucken. Ich meine, hier gibt es auch einen Shop. Da oben ist ein Shop-Symbol. Aber die Frage ist, wie kommt man zum Shop? Leute, wir kommen nicht zum Shop. Mehr Spieler, mit Igitt sprechen. Einstellungen. Leute, wir kommen ehrlich nicht zum Shop. Schade. Die Karte, die brauchen wir nicht. Also, wir können hier zwischen drei Sachen auswählen. Zwischen Geister, Juwelen oder Spezialinhalt. Gehen wir mal auf Geister. Also, ich hoffe, man sieht das hier. Aber wir haben hier nur den ersten, den allerersten Geist freigeschaltet. Und der heißt Schlingel. Ich finde es irgendwie kacke, dass man alles so schlecht erkennen kann, aber ich kann es leider nicht ändern. Hier sind seltene Geister, hier sind Buhus und hier sind normale Geister. Und Bossgeister gab es da auch noch. So, jetzt gehen wir mal auf Juwelen. Okay. Ah, die verschiedenen Etagen. Das ist Fragezeichen, das ist B1 Keller. Und mehr haben wir bis jetzt auch nicht. Ah doch, hier haben wir noch was. Hier ist auch Fragezeichen. Die Etage. Okay, wir gucken noch mal kurz auf Geister. Hier die Bossgeister. Will Koman heißt der. Und nein, der wird wirklich so ausgesprochen. Da steht Will Koman. Okay. Ja, und jetzt würde ich hier rausgehen. Erkunden wir, ich würde sagen, setzen wir erstmal die Knöpfe in den Aufzug rein. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Ich würde erstmal hier raus. Ah, stimmt. Ah, nee, diesen Edelstein haben wir ja schon. Den brauchen wir jetzt noch nicht. Ich würde sagen, gehen wir jetzt in den Aufzug und setzen die neuen Knöpfe rein. Ich bin gespannt, in welche Etagen die Knöpfe uns führen. Was denn? Das ist das, was er uns gerade gegeben hat. Was macht das? Hö. Was ist denn das? B1. Installation ist offensichtlich geglückt. Okay. Ja, der Aufzugsknopf.
Von, wie hieß die Etage? Ach, egal. Ah, die erste Etage. Etage Nummer 1. Und Etage Nummer 5 aufzuknöpfen. Nice. Kannst du die Katze notieren? Wir haben zwei neue Etagen, Leute. Sollen wir zuerst auf die erste oder auf die fünfte? Ich würde zuerst auf die erste Etage. Und ja. Was hast du vor? Wir müssen doch die Kommunikation über den. Ach so, schon voll vergessen. Mit Igitt sprechen. Okay, jetzt. Test, Test, 1, 2, 3. Hier spricht Igitt. Okay. Das ist alles unwichtig. Das brauchen wir nicht. Brauchen auch kein Protokoll. Reden. Ja. Ja. So, jetzt aber. Etage 1. Und jetzt heißt es warten. Okay, Leute, bitte nicht wegen den Hintergrundgeräuschen wundern, falls ihr was hört. Und raus. Warte, Leute, hier waren wir doch schon mal. Oder habe ich nicht recht? Aber jetzt haben wir einen neuen Gegenstand, und zwar die Lampe. Warte, Leute, wir holen jetzt das Hotel aus dem Bild. Das gute Hotel. Schade. Ja, nee, das ist der Eingang. Da wollen wir nicht hin. Da waren wir ja schon. Okay, dann heißt es wohl Etage 5. Und let's go! Gehen wir in Etage 5, Leute. Jetzt heißt es wieder nur warten. Etage 5. Oh Gott, das kommt mir schon ein bisschen suspekt vor. Weiß ich jetzt nicht. Na gut. Okay, wir betreten die Etage. Komm schon, ist es hier ein Geld? Ich hatte gerade schon Angst, Leute, dass mich jemand anruft. Mir ist gerade etwas Wichtiges eingefallen. Dein Schreckwerkflur hat eine neue Funktion. Der Saugschuss. Damit kannst du. Okay. Auf J. Auf J. Und bam! Schade, Leute, da ist nichts drin. Gesundheit. Aber ihr wisst ganz genau, damit saugen wir jetzt die Couch. Mann, wie hartnäckig ist das Teil denn? Nein, dazu sind wir noch zu schwach, schade. Dann saugen wir halt erst die Sachen hier. Boom! Lecker Geld. Das nehme ich natürlich. Ach, Mann, die Steuerung ist immer noch ein bisschen. Und kaputt. Okay. Weiter geht's. Hier sind Fahndungsbilder von mir überall. Machen wir aber hier erstmal den Aufzug. Was für Aufzug? Was laber ich? Diesen Automaten hier blitzen wir an, dass der uns schön sein Geld gibt. Oh nein, ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier der zweite Boss auf uns lauert. Ah ja. Oh nee. Geister. Oha, nee. Hier ist nichts. Hier können wir wieder raus.
Oh Gott. Hier ist auch nichts. Egal, machen wir hier mal alles kaputt. Hauptsache alles kaputt machen. In die Schränke brauchen wir jetzt gar nicht gucken. Ein Juwel. Oh nee, hier ist ein Juwel. Oha. Nein, ich wollte... Es geht auch nicht. Ich weiß wie. Nein, es geht auch nicht. Also Leute, bis jetzt können wir da nichts machen. Okay, gucken wir mal später. Golf. Okay. Golf erinnert mich aber an Mario. Okay. Gehen wir mal hier durch. Oh Mann, ey. Ihr stört mich. Das wisst ihr gerade. Ihr seid nicht zum passenden Zeitpunkt da. Double. Komm, machen wir ein Double. Ja. Boom. Wenn ihr mich nervt, dann gibt's auf die Rübe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier das Ding wegsaugen sollen. Und rein da. Hier ist ein Ausrufezeichen auf der Karte, die wir hier oben auch übrigens sehen. Ich wusste, dass hier ein zweiter Boss kommt. Oh Gott. Das ist der Koffer, den wir, glaube ich, brauchen. Da ist auch schon sein Gesicht drauf. Oh Gott. Der Koffer, wir brauchen ihn doch. Oh, aber hier ist eine Box. Aber Leute, tatsächlich würde ich jetzt auch sagen, so leid es mir tut, das war's auch mit der heutigen Folge. Ja, Like und Abo nicht vergessen und viel Spaß in der nächsten Folge. Ciao, Leute.